Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 946. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir sind hier immer noch in unserem neu entstehenden Hafen. Und ihr habt in den Kommentaren geschrieben, nachdem wir jetzt hier diese Treppe so gebaut haben, soll ich doch bitteschön hier diese Treppe auch nochmal in Angriff nehmen. Und dann habe ich mir gedacht, wo ich hier gerade noch so in der Luft stand für das Thumbnail von gestern, wie wäre es denn, wenn wir stattdessen nur hier diese Treppe nochmal in Angriff zu nehmen, auch hier endlich mal noch ein, zwei Sachen so machen, wie ich sie gerne hätte. Allen voraus muss diese Plattform, beziehungsweise dieser Pfad, beziehungsweise, na, perfekt, direkt falsch gebaut, beziehungsweise hier einfach unser Weg, den wir hier gebaut haben, auch noch irgendwie anders befestigt werden. Und deswegen werden wir jetzt ab und zu, deutlich weniger als bei dem Hafen da, aber ab und zu trotzdem noch so Pfähler bauen, damit wir dazwischen zum Beispiel auch Zäune machen können, damit ich da aber auch Lanterns draufpacken kann, weil das auch einfach gut aussieht. So. Hier zum Beispiel bietet sich, finde ich, an, genau da in die Lücke. Zack. Dann, finde ich, bietet sich vielleicht hier an. Zack. Und wunderbar. Hier erstmal nicht. Wie wäre es mit hier? Ja, das passt auch. Das Gute ist, dass wir noch recht viel Spruce jetzt mal endlich haben. Würdest du eventuell weitermachen? Dankeschön. So, hier brauchen wir es überall gar nicht. Hier fehlt noch... Ah, ne, hier fehlt gar nichts. Da bin ich nur irgendwann mal rausgeklettert. Hier fehlt auch nichts. Hier auch nicht. Hier ist auch alles gut fest. Wir könnten hier ganz am Ende noch einen hinmachen. Aber das ist auch dann mehr so ein Gimmick als alles andere. Ja, komm. Was soll's. So, ziehen wir den noch einmal nach oben. Und dann müssen wir natürlich alles auch nochmal schön strippen. Damit das natürlich auch... Ups, Windows-Taste gedrückt. Damit das auch erstens schön aussieht und zweitens einheitlich aussieht. Und ich weiß, wir müssen auch hier irgendwann noch weitermachen. Und wir müssen auch noch hier und da so ein paar Sachen waterloggen. Und hier fehlt zum Beispiel auch noch einiges tatsächlich, sehe ich gerade. Aber kommt Zeit... oh Gott, kommt Gelegenheit. Aber das geht wirklich nicht. Da müssen wir mal kurz ran. Wir hier nicht so eine gefährliche Strömung haben. Es soll doch auch ein Touristenziel sein. Und wir können ja nicht... Ich kann ja nicht mit meinem Namen dafür stehen, dass hier Leute zu Schaden kommen. Außer sie sind dumm. Dann kann ich da nichts für. Natürliche Selektion geht vor, aber man muss es ja nicht noch drauf anlegen. So. Zack. Hier vorne auch noch irgendwo. Aha. Okay. Vielleicht hier den noch. Ich glaube, dann haben wir es schon fast. Ja, nur noch hier das bisschen. Hat gar nichts gebracht. Manchmal verstehe ich die Water Physics nicht, ne? Aha. Und zack. Nee. Jetzt machen wir noch so ein ganz kleines bisschen. Aber wieso? Wieso? Willi will's wissen. So, pass auf. Immer noch bis hier hinten. Was ist denn, wenn wir hier noch... Aha. Jetzt ist alles wunderschön weich und glatt und so. Alles klar. Dann gehen wir noch einmal schnell hier die restlichen Säulen machen. Wie geil das gewesen wäre, im Runterspringen das jetzt alles zu schaffen. Aber dann kam natürlich das Schild und hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Typisch. Dann hier nochmal. Ah, es geht. Ohne Schild wird es, glaube ich, komplett gehen. So nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob man hier... Ja, weil wenn du dann nochmal nämlich denselben Block triffst, dann macht er direkt das Schild an. Was ja Sinn macht, aber ist halt in dem Fall nicht praktisch. Also, ich will auf jeden Fall das nicht so machen, dass wir jetzt dieses komplette Ding einzäunen. Keine Sorge, das sieht ja auch doof aus. Aber ich will es zumindest machen, dass manche Teile einen kleinen Zaun kriegen. Einfach damit es halt ein bisschen, ne, bisschen sicherer ist für die dummen Touristen, die hier rumlaufen. So, wir brauchen schon wieder neue, wie heißen sie, Laternen. Machen wir uns auch ganz schnell. Ich sollte mir echt noch ein paar mehr Werkbänke hier überall hinstellen. Weil jetzt muss ich zum Beispiel wieder suchen. Und ich weiß, dass wir hier hinten einen haben.
eine haben, hier hinten. Und zwar genau hier. Machen wir uns noch eine Lantern. Zwei Stück. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir werden sehen. Wahrscheinlich nicht. Wenn ich mich irgendwie mit unseren Sachen auskenne, dann weiß ich, dass das eigentlich nie reicht. Das werdet ihr auch wissen, wenn ihr nicht zum ersten Mal zuschaut. Und wenn doch, dann freut mich das sehr, dass ihr hier hingefunden habt. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, dann verpasst du nichts. Kommt nämlich jeden Tag der Bums. So. Hier finde ich... Ja, machen wir die Laterne noch hier hin. Hier könnte man zum Beispiel so einen kleinen Zaun machen. Das hier würde ich offen lassen. Hier das würde ich auch offen lassen, einfach weil es sehr dünn ist. Vielleicht hier am Anfang noch ein bisschen. Und dann ganz am Ende nochmal ein bisschen Zaun. Machen wir jetzt am besten auch direkt, dann haben wir es. Und ich weiß, ich schiebe schon wieder vor mir her, die Marktdinger zu bauen. Ich habe auch keine Lust. So. Weil dafür brauchen wir auch ziemlich viele Materialien, die wir noch nicht haben. Und, ja, kein Bock. Wir machen's, aber ich weiß nicht wann. Nicht heute, wie man sieht. So, pass auf, ich würde gerne... Wo war das jetzt? Hier ist halt dann auch wieder sehr... Wir können ja auch nur so, das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Wieso kann ich schon wieder nicht sprinten, was soll das? Ab und zu einfach wirklich nur so ein kleines Stück Zaun. Finde ich, sieht auch gar nicht so dumm aus. So. Und dann hier. Dass man einfach hier diese Ecke zumindest schon mal sicher hat. Muss man natürlich auch nicht überall machen. Hier ist zum Beispiel auch relativ eng, aber das ist der Natur geschuldet. Man könnte... Nee, könnte man... Oh Gott. Das habt ihr nicht gesehen. Ich habe mich gerade nicht komplett vertan. Alles gut. Man könnte es außerdem noch nach, ja, hier bauen. Zack. Und dann vielleicht so. Dann ist es sogar fest. Was sagt ihr jetzt? Könnte man dann natürlich hier auch machen. Wunderbar. Dann hat man schon mal einen großen Teil sicherer gemacht. Hier hinten vielleicht nochmal so. Passt das auch wieder ein bisschen besser. Und hier der Teil reicht eigentlich so, wie er ist. Jetzt gucken wir uns nochmal eben die Treppe an, damit wir die auch noch schön machen. Oder schöner machen. Ich finde sie jetzt auch nicht besonders hässlich, aber das ist eine breit, die ist zwei breit. Allerdings ist das auch mehr Industrie und das hier ist für Touristen. Wir machen was, wir machen was, wir machen was. Im Endeffekt sollten wir es einfach genau so machen. Dass wir eventuell... So. 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 Zack. Und... Zack machen. Den hier weg. Dann nochmal kurz neues Sprucewood holen, weil ich es schon wieder verpasst habe. Genauso wie, dass ich nicht direkt ins Mikro geredet habe. Ich habe übrigens ein Video gefunden auf TikTok. Ich folge so einem Creator-Tipps-Kanal irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Aber der macht halt so Videos für Streaming, YouTube und so weiter, die dir die Sachen einfach erleichtern. Zum Beispiel, wo du gute Soundeffekte oder Memes oder so herkriegst. Zeigt er dir und sowas. Und da habe ich ein Video von ihm gefunden für Soundeinstellungen vom Mikro, weil mit meinen Mikroeinstellungen war ich eigentlich noch nie zufrieden. Bedeutet, das wäre eigentlich ziemlich nice, wenn das was Gutes ist, was er da zeigt. Ich weiß es nämlich noch nicht. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Beziehungsweise ich habe es mir angeguckt, aber ich habe es noch nicht umgesetzt. Weil ich weiß, wie sowas meistens endet. Wenn ich denn dann mal etwas versuche umzusetzen, was sowas macht. Und zwar zerschießt mir das dann alles, was ich vorher hatte. Und ich weiß, hier die Audioeinstellungen sind nicht optimal. Aber sie funktionieren halt. Und bei sowas bin ich immer never touch a running system, weil es einfach meistens, wenn ich es doch touche, kaputt geht. Komplett. Und ich dann einen halben Tag verschwenden muss, um das wieder hinzukriegen, so wie es war. Aber zum Beispiel, wenn ich relativ leise rede und dann in einen Satz reingehe, ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht demonstrieren, weil ich es nicht genau kontrollieren kann, aber der schneidet halt leise Geräusche ab, zum Beispiel den Ventilator hinter mir. Wenn ich nicht rede, solltet ihr den eigentlich nicht hören.
Und der ist eigentlich relativ laut. So, in der Hinsicht schon mal gut. Aber dadurch schneidet er halt auch manche Sachen von mir ab. Wenn ich zum Beispiel einen Satz anfange und noch ein bisschen leiser rede, dann fängt er vielleicht beim ersten Wort in der Mitte von dem Wort erst an. Und das hört sich halt dann scheiße an, vor allem in der Aufnahme zum Schneiden. Also bei Nostalgie ist es das eine, aber bei den aufwendigeren Videos ist es halt dann noch ein bisschen ärgerlicher. Und da habe ich immer noch nicht die perfekte Lösung für gefunden. Ich habe auch zugegebenermaßen länger nicht geguckt. Aber jetzt, hoffentlich bald, habe ich ja dann vielleicht damit eine Lösung. Das wäre auf jeden Fall wirklich, wirklich big. Weil ich das schon echt lange im Kopf habe. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Machen wir mal eben. So. Weg. So. Passt, also die Dinger hier unten, die müssen wir jetzt nicht unbedingt waterloggen. Das sieht eh niemals jemand. Aber ansonsten sieht das doch hier schon wieder recht nice aus, würde ich sagen. Das passt auch überall. Auch die Säulen gehen überall bis nach unten. Oh, guck mal hier, diesen Felsen, den haben wir echt gut hingekriegt. Muss ich sagen. Eigenlob stinkt, aber Eigenlob ist wichtig. Weil wenn du es dir nicht sagst, musst du davon ausgehen, dass es jemand anderes tut und dann verlässt du dich auf die anderen und dann ist dein Glück nicht mehr nur von dir selber abhängig und das ist ein Problem. So. Weil nur du kannst den Input kontrollieren und die anderen können maximal reagieren. Weil du kannst agieren. Wollte ich jetzt nicht komplett auf Motivational Speaker hier tun, aber ein kleiner Lebensratschlag. Im Nostalgie-Let's Play lieben wir. So, da ist auch hier sämtliche Seriosität auch sofort wieder verflogen. Perfekt. Zack. Und jetzt kommen wir wenigstens endlich dazu, hier auch mal die Sachen zu machen, die ich schon wieder ein bisschen aufgeschoben habe. Beziehungsweise wir hatten halt auch einfach keinen Mossy Stonebrick mehr. Aber jetzt schon. Von daher frisch ans Werk. Und dann vielleicht hier noch ein so hin. Nee, so hin. Und zack. Und dann sieht das, glaube ich, auch endlich nicht final aus, weil, wie gesagt, die Mossi kommen noch. Können wir vielleicht auch mal eben machen. Dann sind wir heute zwar produktiv an vielen kleinen Orten, aber nicht wirklich an großen. Aber ist ja nicht schlimm. Kann man auch mal machen. So eine kleine Aufräumfolge, auch wenn mich meine Mutter da wahrscheinlich auslachen würde. Dass ich sowas mache, weil ich würde wahrscheinlich sagen, mach mal eine Aufräumfolge in deinem Zimmer, du Assi. Hättest recht, gebe ich zu. Achso, und hier, das wollte ich auch noch, ich wollte das eigentlich noch fluten, stimmt. Das können wir auch noch machen, warte. Ich glaube, das ist eine echt gute Idee, die ich hier hatte mit dem... Oh, es geht, geil. Mit dem... Na, sag schon. Mit dem Wasser hier. Dass wir das so mittig machen. Ich glaube, das ist ganz cool. Zack. Und zum Glück geht das auch relativ schnell. Weil da ja immer direkt Wasserquellen draus werden. Und ich kontrolliere jetzt auch nicht extra noch die andere Seite. Weil erstens sind wir hier wahrscheinlich nie wieder drin. Und zweitens, wen juckt's? Man sieht es ja nicht. Man sieht ja nicht, ob das jetzt eine Strömung ist oder Peng. Okay, irgendwas ist hier falsch. Hä? Bist du dumm? Spiel? So, guck mal. Passt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ich habe keine Luft. Meine Allergie geht heute... Also, ohne Witz, heute war einer der schlimmsten Tage, die ich je hatte mit der Allergie. Ich wurde selten so hops genommen von diesem Scheiß. Wie heute? Ja doch, ist okay. Kurz Angst gehabt, dass ich verkackt habe, aber kann man schon so machen. So. Dann von mir aus noch nach hier. Könntest du bitte weiterlaufen? Aha. Also heute war wirklich... dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Gefühlt. Also wirklich, wirklich rotten. Ja, da habe ich noch nicht mal ein Wort für, was heute abging. Ich habe von, ich glaube, 4:30 bis 5:30 erstmal gepennt. Und dann habe ich von
ja, weiß ich nicht, kurz nach 7 oder sagen wir halb 7 bis halb 8 nochmal gepennt. Und ich, wir haben jetzt gerade 11 Uhr nachts und ich werde jetzt auch gleich nach der Aufnahme hier nicht auch verkrümeln und auch versuchen zu pennen. Weil allein durch die Hitze habe ich halt so viel Schlafmangel in letzter Zeit dazu gekriegt, dass ich, ja, ne? Also, es wird mal wieder Zeit. Und nach heute, ich war so kaputt. Wirklich. Schrecklich war das. Es war wirklich. Das wünsche ich wirklich niemandem. Ich muss auf jeden Fall im Herbst dran denken, endlich mal eine Hypersensibilisierung zu machen. Wollte ich eh schon mal machen. Dann hat man aber irgendwie einen doofen Arzt erwischt und dann ist das Projekt wieder im Sand verlaufen. Aber dieses Jahr reicht's mir. Ich hatte es ja, wie erzählt, erst relativ spät dieses Jahr gekriegt, aber dafür jetzt aber auch wirklich komplett drauf auf die Fresse. Komplett drauf. Komplett. Also komplett. Das ist nicht mehr feierlich, was da abgeht. Nee. Mensch. Auf damit. Ah, das waren Slabs. Okay. So, guck mal, dann sieht das hier auch ein bisschen schöner aus. Und hier könnte man vielleicht auch noch hier und da vielleicht so machen. Ein bisschen interessanter. Und dann würde ich sagen, haben wir doch heute trotzdem was Schönes geschafft. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.